Hallo, liebe Freunde des Rechts. Ich würde gerne wissen, ob ihr Lust habt, über Jura zu reden und ob ihr Ferdinand von Schirach mögt. Und ob es euch interessieren würde, die Geschichten von Schirach, die erzählt werden in seinen Bänden und in Fernsehserien ja verfilmt wurden, zu aktuellen Fällen in Bezug zu setzen. Ich habe da mal einfach eine rausgesucht, und zwar die Folge 6 aus der ersten Staffel von Verbrechen. Da geht es um Notwehr. Und da gibt es so einige Fragen, die man problematisieren könnte, und Bezüge, die man zu aktuellen Fällen, nämlich einerseits dem Fall Ella, die Baumbesetzerin, und zum Drachenlord im Hinblick auf anonyme Verurteilte zum einen und Notwehr zum anderen. Die Geschichte von Schirach ist folgende. Ein Mann sitzt an einem Busbahnhof, wird von zwei Hooligans, die nur leicht alkoholisiert sind, dazu kommen wir später noch, angepöbelt. Der eine hat ein Messer, der andere einen Baseballschläger. Überraschenderweise ist der etwas ältere Mann ziemlich schlagfertig. Nachdem er verletzt wird mit dem Messer, greift er nach dem Messer und rammt es dem Angreifer in die Brust und schlägt danach nochmal auf das Messer. Dieses Draufschlagen könnte als Notwehrexzess eine Rolle spielen, wie in der Geschichte weiter problematisiert wird. Der andere Mann mit Baseballschläger kriegt ebenfalls eine drauf und fällt durch irgendeinen Kollaps in sich zusammen und ist ebenfalls tot. Der Täter bzw. vormaliges Opfer hat ein dunkles Geheimnis, denn er führt mit sich nur eine Visitenkarte einer renommierten Anwaltskanzlei, eine Unmenge an Bargeld und weigert sich zu sprechen und seine Identität preiszugeben. Und das erinnert uns natürlich an den Fall Ella, die Baumbesetzerin, die in erster Instanz als unbekannte weibliche Person 1 verurteilt worden ist, zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe, 2 Jahre 3 Monate ohne Bewährung, geht ja ab 2 Jahren nicht mehr. Und wenn man über die 2 Jahre hinaus ist, also 2 Jahre genau, können noch zur Bewährung ausgesetzt werden. Da ist gerade die Berufungsverhandlung. Und fangen wir ruhig mal mit dem Thema an. Kann man eigentlich ohne Identität verurteilt werden? Das haben wir gesehen. Und welche Rolle spielt es, ob man die Identität preisgibt oder nicht? In dem Fall von Schirach ist es so, dass man zwar weiß, dieser Mann, der in Untersuchungshaft sitzt, hat vermutlich irgendein dunkles Geheimnis, wahrscheinlich auch ein Grund, warum er seine Identität nicht preisgibt. Gleichwohl muss er entlassen werden. Nach der Entlassung sagt der Kommissar zum Verteidiger: Ich habe da so ein Gefühl, ganz eigenartig, normalerweise werden hier in Berlin die meisten Kapitalverbrechen aufgeklärt, vor allem Messerangriffe. Gerade in der Nacht, wo dieser Vorfall stattfand, gab es einen unaufgeklärten Messerangriff, und natürlich glaubt der Kommissar, dass der gerade aus der Urhaft entlassene Täter hierfür in Frage kommt, obwohl es dafür keine Beweismittel gibt. Und das könnte genau der Grund natürlich sein, warum er seine Identität nicht preisgeben durfte. Der Verteidiger sagte, er ist nicht berechtigt, das preiszugeben, selbst wenn er es wüsste. Ganz genau weiß er es nicht. Er weiß nur, dass er einen Auftraggeber hat von dieser großen Kanzlei, die auch bereit war, sämtliche Kosten des Verteidigers zu übernehmen. In der Geschichte von Schirach wird also der Beschuldigte entlassen, weil eine Notwehr angenommen wird. Das Material schauen wir uns jetzt gleich an. Im Fall Ella ist es anders. Da haben wir jetzt die ersten Prozesstage in der Berufung, und der Richter sagt, ob sie nicht lieber ihre Identität preisgeben möchte, denn das könnte für sie besser werden. Das könnte für sie einen Vorteil haben. Sie zahlt einen Preis für diese Verteidigungsstrategie. Warum ist das so? Warum wird sie nicht freigelassen, so wie in Schirachs Geschichte? Liegt es daran, dass hier andere politische Motive zugrunde liegen? Nun, tatsächlich ist bei Ella der Fall deswegen anders, weil wir eine andere materielle Rechtslage haben, womöglich. Jedenfalls nahm das Gericht in der ersten Instanz eine gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte an, während in Schirachs Geschichte aus materieller Sicht eine Notwehr gegeben war. Und der bloße Umstand, dass man die Identität nicht feststellt, ist kein Grund für eine Haft. Es ist also weder ein Grund für Verdunklungs- noch Fluchtgefahr. Nun ja, Fluchtgefahr kann natürlich durch die fehlende Identität begünstigt werden. Das durchaus, aber das ist nur ein Reflex aus der fehlenden Identitätsfeststellung. Worauf der Richter in der zweiten Instanz bei Ella hingewiesen hat, ist, dass sie sich natürlich die Möglichkeiten verbaut, zum Beispiel wegen Erstverbüßer Rabatt nach der Hälfte der Strafe, die sie ja schon verbüßt hat, freigelassen zu werden auf Bewährung. Das funktioniert nicht, wenn man keine Bewährung durchsetzen kann, weil man keine positive Prognose abgeben kann für die Bewährung. Zwar hat die Verteidigung gesagt, wir könnten ja einen Mietvertrag vorlegen, wo
unbekannte weibliche Person 1 wohnen könnte. Aber das wird dem Staat wahrscheinlich zu wenig sein, weil es gibt ja keine Gewähr, dass sie dort tatsächlich auch wohnen würde. Eine ladungsfähige Adresse spielte auch bei Chirac eine Rolle, weil die Kanzlei als ladungsfähige Adresse angegeben wurde. Allerdings war das nicht ausschlaggebend dafür, dass die Untersuchungshaft aufgehoben wurde. Jedenfalls geht das aus der Geschichte, wie ich sie in der Fernsehserie gesehen habe. Ich habe also an der Stelle nicht die Geschichte im Buch gelesen, nicht so deutlich hervor. Betrachten wir mal die Rechtslage, und zwar die Notwehrlage. Notwehr ist ein Punkt, der fasziniert Menschen immer wieder, weil es ja dazu führt, dass ein Kapitalverbrechen, zum Beispiel ein vorsätzliches Töten eines anderen Menschen, auf einmal nicht bestraft wird. Es ist gerechtfertigt durch Notwehr. Notwehr 32 StGB sagt also, dass die jene Verteidigung gegen einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff durch Notwehr gerechtfertigt ist, die also geboten und erforderlich ist. Und das, was gerade Laien an der Stelle immer so elektrisiert ist, es kann passieren, dass ein höherwertiges Rechtsgut verletzt wird, wie zum Beispiel Leben, obwohl ein geringwertiges Rechtsgut, wie zum Beispiel Vermögen, nur angegriffen wird. Also jemand versucht mir die Geldbörse zu rauben und ich erschieße ihn, weil das das mildeste Mittel ist, mit dem ich das verhindern kann. Und da gibt es nur wenig Abwägungen da drin, also bei der Notwehr findet keine Abwägung zwischen den Rechtsgütern statt. Das wäre eher beim rechtfertigen und entschuldigenden Notstand, wo man die Güter abwägen würde. Beim Notwehr kommt es darauf an, dass ich mich effektiv wehren darf gegen einen rechtswidrigen Angriff. Und da war jetzt die Frage, musste in der Chirac-Geschichte der Beschuldigte tatsächlich nochmal das Messer reinrammen, nochmal draufklopfen. Er hatte doch eigentlich den Messerangriff schon abgewehrt. Nun, an der Stelle sagte der Verteidiger, damit werden sie nicht durchkommen, das ist kein Exzess gewesen, denn er muss sich nicht auf eine unsichere Verteidigung verlassen. Hätte er das Messer nicht weiter reingerammt, hätte der Angreifer mit dem Messer vielleicht überlebt, vielleicht hätte er es dann geschafft, sich doch nochmal zur Wehr zu setzen, insbesondere weil ja noch ein zweiter Angreifer mit dem Baseballschläger da wäre. Er hätte sich also vermutlich auf diesen ungleichen Kampf länger einlassen müssen. Deswegen war die sichere Verteidigung diejenige, die den Messerangreifer final kampfunfähig macht. Insofern sind auch tödliche Verteidigungen möglicherweise rechtfertigend. Notwehrexzess 33 StGB gibt es im Gesetz auch und die gesetzliche Vorschrift sieht eben vor, dass ein Exzess sogar straflos sein kann, wenn der Täter, also der sich Verteidigende, durch Furcht oder durch Irrtum die Grenzen der Notwehr überschreitet. Wenn er also intensivere Notwehr übt, als eigentlich geboten wäre, so kann es sein, dass von Schuld abgesehen wird, dass also ein Entschuldigungsgrund vorliegt, aber das liegt im Ermessen des Richters. Bei der Chirac-Geschichte kamen wir gar nicht zum Exzess, weil noch die Gebotenheit der Verteidigung angenommen wurde. Ja, und dann haben wir die Frage, was ist jetzt hier die Gemeinsamkeit zum Drachenlord? Da bekam ich auch die Woche eine Anfrage, ob denn das erstinstanzliche Urteil den Aspekt der Notwehr hinreichend problematisiert hat. Da wurde ja schon einiges darüber diskutiert. Der Drachenlord Winkler wurde ja zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, die nicht auf Bewährung ausgesetzt wurde, obwohl man sie zur Bewährung hätte aussetzen können hinsichtlich der Länge der Strafe. Und der Aspekt, der natürlich jeden auffällt an der Geschichte, ist, dass ja Winkler im Großen und Ganzen sich auch verteidigt hat. Der Richter hat jetzt in diesem Fall ganz genau differenziert, ob der Angriff noch andauerte, also ob noch von draußen jemand aktiv war oder ob die schon auf der Flucht waren, ob die zum Beispiel schon gerade dabei waren, sich vom Grundstück zu entfernen. Ich habe jetzt das Urteil leider nicht im Volltext vorliegen und kann mich nur stützen auf die Berichte von Lars Wienert beispielsweise, von T-Online, der dabei war. Und so wie das übermittelt wurde, waren die Angreifer wohl schon dabei, das Grundstück zu verlassen. Jetzt könnte man durchaus sagen, sie waren ja noch auf dem Grundstück. Insofern setzte sich der Angriff, nämlich der Hausfriedensbruch, noch fort. Und deswegen war es nicht nötig, ihm dann noch eins draufzugeben. Das klang dann zu sehr nach Rache oder vielleicht Notwehrexzess. Der wichtige Punkt ist allerdings, es kommt gar nicht so sehr darauf an, es ist die eine oder andere Sekunde, sondern das, was den meisten Zuschauern auffällt oder auch einem Sascha Lobo ist, dass ja die Gesamtsituation eigentlich ein Angriff war und Rainer Winkler nicht die gebotene Verteidigung durch den Rechtsstaat bekommen hat, die
erforderlich gewesen wäre, um weitere Angriffe dieser Art abzuwehren. Und jetzt kann man natürlich wunderbar darüber streiten. Hätte dann nicht Herr Winkler auch dazu beitragen müssen, dass diese Angriffe aufhören? Hat er nicht durch seine Provokation in seinen Videos erst diese Hater-Angreifer angelockt? Wäre es von seiner Seite aus geboten gewesen, dass er daran mitwirkt, dass die Angriffe weniger werden? Oder darf er sich im Rahmen der gesetzlichen zulässigen Äußerungsmöglichkeiten auch provokant äußern und darauf dann sich verlassen, dass die Polizei ihm hilft? Der Reihe nach. Es gibt die Fälle von lang andauernden Angriffen und da ist die Justiz immer geneigt zu sagen, du musst dir Obrigkeitshilfe von der Polizei, vom Rechtsstaat holen, weil wir haben ja schließlich ein Gewaltmonopol. Du kannst nicht zur Selbstjustiz schreiten, wenn du immer noch genug Gelegenheit gehabt hättest. Das könnte man sagen bei Herrn Winkler, der hat die Polizei vielleicht gerufen an dem Tag, wissen wir jetzt nicht ganz genau, aber sie war jedenfalls nicht rechtzeitig da. Muss er nicht vielleicht sogar wegen der lange andauernden, immer wiederkehrenden Angriffe zur Tat schreiten und sie in der Weise beeindrucken, dass sie nicht wiederkehren? Da tut sich unser Rechtsstaat tatsächlich schwer, ein solches Recht zu eröffnen. Denn wozu würde es führen? Natürlich zu einem Einfallstor zu Selbstjustiz, wenn Leute immer dann, wenn der Staat nicht gut funktioniert, selbst zur Tat schreiten dürften. Jetzt ist aber, wo kommen wir hin? Kein gutes juristisches Argument und wir müssen jeden Sachverhalt für sich betrachten. Man kennt die Fälle zum Beispiel von Tyrannenmord, von Fällen, wo jemand, meistens sind es Frauen, die unter Gewalttätigkeiten ihrer Ehemänner leiden, über lange Zeit hinweg misshandelt werden und dann tatsächlich zur Tat schreiten, wo man sich auch fragt, war das noch Notwehr? Und man schaut auch da wiederum nur auf den jeweiligen Zeitpunkt, ob zu diesem Zeitpunkt eine Notwehrlage gegeben war und sagt, du hättest dich ja ansonsten wehren können, hättest ja Hilfe holen können. Und das ist eine schwierige Situation, weil die Leute aus psychischen Gründen häufig sehr plausibel erklären können, warum sie eben nicht in der Lage waren, sich Hilfe zu holen und dann nur diese eine Möglichkeit sahen, den Angreifer durch Gewalt niederzustrecken. Für den meisten Fällen nicht zur Annahme von Notwehr, sondern eher zu einer verminderten Schuld, zu einer Berücksichtigung im Strafmaß, gleichwohl aber zu einer Verurteilung mit dann einem vielleicht geringeren Strafmaß. Beim Drachenlord wird man in der zweiten Instanz wohl vielleicht näher hinschauen, ob eine Notwehrlage gegeben ist, wenn das Landgericht Lust hat, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Es kann aber durchaus sein, dass Sie sagen, wo kommen wir denn da hin? Der soll sich gefälligst an die Regeln halten und die Polizei rufen. Die sorgt dann schon dafür, dass Angreifer abgewehrt werden. Das Argument, dass natürlich die Angreifer selbst auch hätten verfolgt werden müssen, ist insofern nicht ganz berechtigt, weil diese Verfahren ja tatsächlich auch laufen und vorangegangen sind. Also es ist nicht so, dass die Justiz die gar nicht verfolgt hätte. Es sind halt nur verschiedene Verfahren, die nicht zur gleichen Zeit abgeurteilt werden. Ein Kollege hat argumentiert, also ein Rechtsanwalt, man könnte von einer Einwilligung ausgehen, dass diejenigen, die zu ihm kommen, zum Drachenlord aufs Grundstück kommen, quasi wie bei einem Spiel, ja in die Spielregeln einwilligen und zu den Spielregeln gehört halt, dass man gelegentlich auch mal eins drüber gebraten bekommt. Wie halt bei einem Fußballspiel, wo es etwas ruppig zugeht, man ja auch eine Einwilligung in bestimmte Spielzüge und sogar Fouls hat, sofern es sich nicht um vorsätzliche Fouls handelt. Auch da hat man ja bei einem Foul eine Körperverletzung, die allerdings dadurch nicht strafbar ist, weil man davon ausgeht, dass der andere Spielteilnehmer dort eingewilligt hat. Das wäre also auch eine Möglichkeit, um eine Bestrafung des Drachenlordes zu verhindern, wenn man so will. Was ich also sehr spannend finde an den Geschichten von Schirach, die ich mir gerade anhöre, dass sie tatsächlich immer einen Bezug haben, natürlich erst einmal zur abstrakten Rechtslage, aber dass wir aktuelle Fälle sehen, wo die gleichen Probleme auch mal wieder aufkommen. Jetzt bin ich gespannt, interessieren euch solche Themen? Sollten wir die verschiedenen Geschichten durchgehen? Kommentiert es doch mal drunter. Vielleicht habt ihr auch eine bestimmte Geschichte, wo ihr Fragen habt, wie das juristisch zu sehen ist oder was der Grund war, warum der Fall so oder so ausgegangen ist. Das wird ja bei Schirach nicht immer juristisch analysiert und in der Tiefe kommentiert. Das könnten wir hier ergänzen, wenn jemand Lust hat. Und man kann die Geschichte natürlich einfach so stehen lassen als Krimis. Bin gespannt, wie ihr das seht. Bis dann.